Also sieht Rückseite aus wie ein Cracker. Also ein alter Fettkeks. Oh, wenn du keine Ahnung hast. Die du eh nicht schneiden kannst. Kannst du ja probieren. Oh, der Geschmack. Oh, am Ende. Ich möchte es eigentlich nicht. Ich muss das ausspucken. Danke, Ina, dass ich hier sein darf. Das war echt fies, aber auch von der Konsistenz. Ach so, muffig irgendwie, ich weiß nicht so. Wie ist das? Bist du dran? Stefan hat sich das ja ausgesucht. Soll ich was Normales nehmen? Das sieht auf jeden Fall sehr aggressiv aus. Allein das Design ist schon geil. Cavarini Yo-Yo-Yo-Yo Gum. Four different flavors chewing gums. Das ist toll. Oh. Wasche her. Ich finde die Nochmal ganz kurz, das ist die ganze Verpackung. Ja, und das sind die kleinen Stäbchen, die da rauskommen. Das sind vier Stäbchen. Ich finde... Kühlschrank. Ah, okay. Oh, die kann man dritteln. Das löst sich irgendwie auch so. Also mit Aromen können die nicht so. Nee. Wildbeerenmäßiges. Das schmeckt zuerst noch gar nichts. Ja, dann ein bisschen, aber auch nicht viel. Komm, wir nehmen das. Melon Pandaro. Butter Flavor bis vorher einfach. Oh, ein Bärchen. Bär. Ja, das ist meins. Das ist meins. Das schmeckt nicht nach Melone. Ja, riecht aus danach. Doch, oder? Schmeckt nach Melone. Doch. Aber warum? Was ist Melone? Mal diese künstliche Melone. Drück mal jetzt, ja. Ja. Ich merke schon. Ist okay. Aber so Maggi-Sticks. Ich mach doch auf, ja. Ich muss nur drei. Sind das drei Stück? Ja. Also ohne zu spoilern, aber einer von den dreien ist schlimmer als... Einer von den dreien ist... Einer von den dreien ist schlimmer als der andere. Ich will bitte den schlimmen haben, sonst macht es keinen Spaß. Nee, zu spät. Das heißt also, Ben bleibt... Oh nein, das wird zum Center. Zwei. Drei. Ist ein Bubblegum. Also ich habe nichts Schlimmes. Hä? Kann gar nichts. Ist es nicht sauer bei euch? Nein. Ich bin sauer bei euch, oder? Ja, es ist tatsächlich Bubblegum Cola Flavor. Mhm. One out of three is very sour. Scheiße. Sehr geil. Das muss Ina alleine probieren. Markengummi. 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 Ach so, wird Durex auf Japanisch geschrieben. Mini Rock Paper Scissor Shaped Gummy. Na, Ina, zeig, was du kannst. Wollt ihr es nicht probieren? Nee, ich muss nein, probieren. Das kommt ja nach. Nee. Das ist Cola. Das ist alles bereit. Das ist viel Cola, ne? Na gut. Ja gut, das lässt die Verpackung. Das ist, glaube ich, was mit Erdbeer und Schoki. Ichigo Mugi. Das wahrscheinlich so Erdbeer. Strawberry Schoko, Rosin, nur mit... Schmeckt auch so aus Bier. Geht das? Bisschen höher? Was nicht, aber auch clean. Die Entfernung war zu weit. Ja, Mix macht's nicht, der schmeckt nicht. Das ist es nicht, oder? Nee. Ich habe es vorbereitet für Ina, denn dieses kleine Vieh, ja, da muss man etwas Besonderes tun. Und zwar, Ina, öffne doch mal das Po-Loch und dann kommt da was raus. Oh, ah, es hat gepupst. Es hat gepupst. Es hat eine Kugel rausgepupst. Mmh. Ist das möchte auch... soll ich für euch auch pupsen? Ja, ein bisschen. Oh, okay. Noch ein Pups. Lass mal einen Pups. Ah, hier. Oh. Animal Poo-Shaped Chocolate. Surprise which animal you will receive. Oh, mit Hamstergeschmack, das ist das. Hamstergeschmack? Ja, ich... Ja, ist jetzt auch nicht so der Burner, nee, ne? Ich habe gehört, ich soll das nehmen. Sankaku Cracker. Sankaku? Sankaku? Triangle shaped cracker mit Pizzageschmack. Seaweed Flavor. Nein, ernsthaft? Die sehen aus wie. Die sehen aus wie die Fischlis. Nicht so weit kippen. Warum musst du überall Seaweed reinknallen? Gewohnt. Ich weiß nicht, was das ist. Lecker. Also man muss das hier anrühren, ja? Hier. Das ist das Do-it-yourself. Also wir haben hier so eine kleine Wanne. Plastik. So, hier ist dieses Mixzeug. In Plastik. Da gibt es hier so kleine
Eiscones. Das ist auch Plastik. Nee, die kann man essen. Der süßeste Löffel ever. Auf Plastik. Auf Plastik. Kommt klar. Scheiße. Was ist das? Oh, ist das eklig. Mmh. Ich weiß, wie das aussieht. Okay, dann machen wir jetzt mal Eiscones. Wer möchte alles? Wir machen einen Drehtest. Das ist fest. Wer möchte alles in Eis? Das aussieht. Bitte schön. Löst auf. Oh. Es hält halt instant. Das ist krank. Das ist bestimmt mit Algen, damit das so schön hält. Sau witzig wäre, wenn der Cone aus Seaweed wäre. Ein Aufwand für. Also visuell ist es mein persönliches Highlight. Okay. Seaweed Cone. Ja, Namaste. Also, du musst es komplett essen. Einfach nur sauer und süß. Das ist die Ahoi-Brause, das ist Brause. Ja. Hey, das schmeckt voll witzig. Sollen wir nochmal einen KitKat nehmen? Ja, hier. Welches denn? Den mit dem Flamingo. Flamingo? Mhm. Maple. 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 So, also sieht auch aus wie das eine KitKat, was wir schon hatten. Sieht so ist aus. Nehme deinen Senpai. Stinkt ein bisschen. Wir machen auch diese Unterschiede. Nee. Ahornsirup. Ich mag diesen Ahorn-Geschmack. Ja? Lass doch das hier nehmen. Leberpastete. Nein, das ist auch ein Kuchen. Das ist ein Cookie. Cookie. Osama no Basuremono. Oh, Limono. Butter and Chocolate Cookie. Das geht. Easy. Langweilig, aber lecker. So langsam das sieht cool aus. So langsam solltest du doch Übung haben in Plastikdinger öffnen. Ja, einfach nur Plastik. Ja. Oh, der ist so gefüllt mit Schoki. Also der ist ein bisschen gefüllt mit Schoki. Kann man das sehen? Ein bisschen gefüllt. Und? Okay. Ja. Den hier. Gummi. Ja. Eine Cola, ist wahrscheinlich Gummi. Eine Cola-Gummischlange. Ja. Ume Paper steht hier. Ume Paper. Ume. Wieso machen die solche Formen daraus? Ich meine, damit macht man doch Fenster sauber, oder? So. Aber auch die ekligen. Wir probieren jetzt den Bremsstreifen. Der Popelgeschmack zum Beispiel. Bremsstreifen. Es riecht wie Teppichkleber, Alter. Nee, das ist ein doppelseitiges Kleber. Was ist das? Was? Ich will es nicht mehr essen jetzt. Doch. Jetzt alles in den Mund auf einmal in 3, 2, 1, jetzt. Was ist das? Das ist doch Pflaume oder sowas, oder? Plum Sheet Soft Candy Plum Flavor. Mit Salz oder was? Nee, lass mal ein bisschen wirken auf der nee, Zunge. Ich wirke doch, gar jetzt nicht. Aber sich wieder. Ja, spür nach. Immer scheiße. Blume. Spür meine Zunge. Lass nicht mehr. Mal KitKat Matcha darauf essen. Matcha. Schön. Matcha. KitKat Matcha. Boah, die Geschmack echt grün, krass. Die sind ziemlich lecker, die habe ich schon mal gegessen. Hast du schon mal gegessen? Mhm. Schmeckt nach Grüntee. Das riecht nach Grüntee. Das ist nicht aus Seaweed. Ich will also Seaweed, aber wie, keine Ahnung. Das schmeckt aber auch nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Weißt du, wie das schmeckt? Wie dieser See, wie dieser Rogen, der an Sushi dran ist. Da oben ist Pflaume, oder? Ein Schachtel. Hier kommt das so raus. Da oben ist so ein Loch. Surprise. Das sieht aus wie Fischrogen. Nee, du nimmst jetzt eine Handvoll. Ja, immer hoch drauf. Ja, okay. Sieht aus wie Linsen, runde Linsen. Oh doch. So ein Schockgeschmack. So, jetzt bleibt nicht mehr so viel übrig tatsächlich. Ja. Was ist das hier? Richtig aus. Was, hier? Was ist das? Pachi Pachi Panik Cola. Das ist, wenn du Angst hast. Das ist die Panik Cola. Ja, Cola Popping Candies mixed with Ramune. Da ist Crystal so ein Meth. So ein Crystal Meth in braun und 2 Tabletten. Crystal Meth. Und? So, dann gönn mal. Riecht was Geiles. Wie du mir drei Menschen einfach
vier Leute einfach um hier sitzen und die Mutti ganze Oma. War cool. Ja, lecker, oder? So, Fizzing. Ja, wenn man when in panic. Panic Cola. Panic Cola. Wobei. Rumpai. Fukushima Grumpai. Hi Björn, moin. Oh Gott, das sieht schon wieder aus wie Seaweed. Das ist wie so ein Blätterteig. Blätterteig. Voller Ungeblätter. Splatterteig. Oh, Seaweed. Blätterteig. Nimmt da nichts. Oh, so, Soma Mango. Ja, Mango ist Soma Mango. Mango geht immer. Also, also wenn das so schmeckt wie die ganzen Pflaumensachen, dann wird Mango nicht viel drin sein. Die Farbe ist nice. Das ist schon sehr, sehr chemisch. Also so. So orange. Sieht man jetzt nicht so. Schön. Das Licht ist ein bisschen zu mango. Uff. Dieses künstliche Mango nachgeahmte. Boah. Richtig aufdringlich. Mhm. Ja, dann lass mal den Sushi, das steht nicht auf der Karte. Lass das mal aufmachen, dann jeder nimmt da noch so ein Bonbon raus. Und das ist der Abschluss für heute. Dann haben wir es geschafft. Danach lassen wir uns die Mägen auspumpen. Oh ja. Coole Bonbons. Also dafür, dass das Bonbons sind. So sieht es tatsächlich. Ich zeig das nochmal. Ja. So, welches möchtest du? Nimm dir eins, das größte. Den Fisch. Kleinen. So eine kleine Sushi-Rolle. Nimm das mit dem Surimi. Nigiri ist das. Nimm das Fischi. Mini-Perlen. Oder ist das Silikat? Do not eat. Oh Gott. Ja. Also mein Strich nach Fisch. Ich nehme auch so eine Rolle mit dem Rot. Oh, nee. Guck mal, wie das abfährt. Hm. Ja. Und Fazit? Ja, also auf jeden Fall haben wir einen guten Einblick bekommen, was so in Japan abgeht, süßigkeitentechnisch. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Wie hat es euch gefallen? Hat es euch gut geschmeckt? Ja, ne? Richtig geil. Also ein paar Sachen waren sehr fies, aber die meisten waren nicht so geil. Ne? Mhm. Aber ich habe es mir schlimmer vorgestellt, tatsächlich. Soll jemand Seaweed? Nein, keiner möchte mehr Seaweed essen. Also das Schlimmste war dieses Cheesecake-Ding, auf jeden Fall. Mhm. Dieser Cracker, dieser Cheese-Cracker. Ist noch ein Stück, wenn du magst. Und der Bremsstreifen. Nur Bremsstreifen. Ja, der war am schlimmsten, weil man hat nicht damit gerechnet, genau. Ja, aber sonst waren da auch tatsächlich auch ein paar leckere Sachen bei. Ja. Also beim nächsten Mal dann die Jelly Beans mit verschiedenen Geschmäckern. Hat, wo man auswählen kann. Aus ja, können gut. wir gerne machen. Super. Dann, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.